Willkommen zurück, Freunde, bei Spyro Reignited Trilogy. Und wir bewegen uns jetzt in den alten Kamm rein. Flieg! Bei Feuer. Boah, das wird ein steiler Anflug. Boah, mir sagt das Level so jetzt gerade gar nichts, weil es so genial aussieht, dass ich nicht weiß, welches Level das damals gewesen ist. An die Gegner kann ich mich erinnern. Die muss ich abfackeln. Was willst du von mir? Ja, schieb ihn doch rüber. Danke. Ha, hinter dir. Boah, das Level sagt mir gerade gar nichts. Wirklich jetzt? Euch habe ich von hinten schon gesehen. Du zauberst nicht mehr weiter. Boing, boing. Gracias. So, da haben wir den ersten Drucken. Gerettet Zane. Oh, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh, gut, das dachte ich auch nicht. Nur nicht. Die Sache ist, wo fliegen wir jetzt hin? Fliegen wir darüber? Schaffen wir das überhaupt? Oder fliegen wir? Wir nehmen erstmal das Offensichtlichere. Scharf immer mitnehmen. Brauchst gar nicht wegrennen. Au. Da haben wir auch noch ein Schaf. In der Zeit, wo Sparks natürlich mit Fressen beschäftigt ist, können wir natürlich keine Edelsteine einsammeln. Dafür hauen wir ihn weg. Nase juckt. Oh. Zack. Gerettet Eldred. Danke, dass du mich befreit hast. Vergiss es. Double Kill. Brauchst gar nicht probieren. Zack. Komm her, Schaf. Da liegt noch einer. Haha, gut, dass ich nochmal rumgelaufen bin. Da oben ist schon Weltfeierabend. Okay. Au! Das war nicht nett. So, die wollen wir auch alle haben. Ja, hier, jetzt werden es so langsam wirklich in jedem Level 400 Edelsteine. Und wir retten erstmal Zander! Gut gemacht, Spyro!
Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Ich kenne doch jetzt schon fast alle Tricks. Der nächste Trick ist es, da hinten rein zu fliegen. Oder hier lang zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Weil es hier zum Start geht. Aber ich weiß jetzt schon wieder, welches Level das war. Diese Grube, die ist halt einzigartig in dem Moment. Das ist nicht machbar. Der Sprung war nicht machbar. Aber wenn man sich mal umgucken würde, wüsste man, dass der Flug machbar ist. Ach so, okay. Boah, hier braucht man sogar 400? Sogar? Nein, 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 Jungs. Das ist kein guter Menschenumgang, wenn ihr hier welche die Treppe wegnimmt. Ne. Hä? Ach so. Jawohl. Gerettet, Kelvin. Denkt dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Nee, 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 nee. So. Jetzt sollten wir alles haben. Jetzt heißt es ihm hinterher. Bin schon ein bisschen näher rangekommen. Okay, beim nächsten Mal weiß ich da Feuerspein. Hab dich. Und Dankeschön für das Ahoi. Gib her. Oben auf Trophäe erhalten. Das wird auch hier mein erstes Spiel, was ich mit einer Platin Trophäe abschließen möchte. Ich habe bisher noch kein Spiel mit einer Platin-Trophäe, aber Spyro Reignited Trilogy soll eine Platin-Trophäe kriegen. Ja, werde ich auch echt für lange brauchen, wohl wahrscheinlich. Aber die Zeit werde ich mir nehmen. Zack! Und damit haben wir diese Welt abgeschlossen. Ich mach mal kurz das Licht aus, das brauche ich nicht mehr. So, damit haben wir das abgeschlossen.
Machen wir so. Hi. Oh, da ist ein Leben. Au. Da schreit der Junge au. Und jetzt geht's rein in die luftigen Höhlen. Oben sitzen ist irgendwie blöd. Sitze ich lieber unten auf dem Boden. Ich brauche einen Sitzsack. Oder so ein Sessel auf dem Boden da. So ein Gamersessel, ey. Ja, Mann, ey. So viele Sachen, die man sich zu Weihnachten wünschen könnte, ey. Steil in die Lüfte. Noch ein kleiner Punkt. Und dann die Landung. Wind kämpft gegen Eis, nicht schlecht. Nein! Das ist das Level. Oh, lol. Wie die Käfer damals aussahen. Damals waren das keine, ja, ich sag jetzt mal, halb Spinnen, halb Krabben, sondern waren das mehr so, ach, kennt ihr diese, Nashorn oder, halt diese Käfer, die so aussahen wie... Oh, die hatten so richtig zwei große Hauer, ey. Ich weiß leider nicht, wie man sie jetzt gerade nennt. Okay, Google? Nashornkäfer. Ich etwas gegen die grünen Druiden. Die müssen immer alles verschieben. Okay, Google. Rhinozeroskäfer. Nee, nicht Nashornkäfer. Herkuleskäfer vielleicht? Nee, der hat die vor, hat die oben. Okay, Google. Käfer mit riesigen Fangklammern. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, wie dieser Käfer heißt. Wenn ihr wisst, welchen Käfer ich meine. Zack, zack. Machen wir hier mal eben alles. Ha, das war das Level. Oh mein Gott. Ja. Cool. Das war dieses Level. Ich liebte dieses Level. Endlich wurde meine Inkompetenz nicht bestraft. Ajax gerettet. Die nerven mich echt. Wenn ich groß und stark bin wie du, mache ich sie alle platt. Merk dir bis dahin, dass die Superladung dich unbesiegbar macht. Superladung macht mich unbesiegbar. Damit kriege ich sie halt sofort weg. Die zünden wir auch an, natürlich. Hier ist sonst nichts weiter. Ob da hinter der Wand was ist? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich mal testen. Und go. Irgendwie habe ich den Tester dran jetzt gerade. Ach, da war die Wand. Hoppla. Ah, ich bin zu faul. Ich bin zu faul. Ich lasse mich hochtragen. Muss doch irgendwie was zu bedeuten haben. Hat nichts zu bedeuten. Okay. Was man aber mal vor ihm versuchen kann, ist diesen Flug. Ja gut, der geht.
Können wir ein bisschen looten? Was sagt mir hier? Das sagt auch nichts, okay. Ja, jetzt komme ich. Oh Gott. Der ist schon wieder durch, aber ich gucke mich erst mal um. Dass ich alles hab. Okay, jetzt habe ich alles. Hab ich dich. Her mit dem Draken Eye. Jawohl. Absturz. So, jetzt haben wir natürlich noch den Durchgang hier. Hier ist sogar der Exit, okay. Und dann retten wir jetzt noch Cedric. Kombiniere deine Superladung mit dem Springen und Gleiten, um die luftigen Höhlen zu erkunden. Alle Draken gefunden. Er kommt, nimmt mich mit. Danke schön. Ja, die kriege ich nicht hin. Da muss ich hinfliegen und dann muss ich auch noch da durch die Höhle rennen. Okay, das geht nicht auf. Ah, geschafft. Spark ist aber nur noch grün. Gefällt mir gar nicht. Irgendwo, da sind noch Schafe. Den hätte ich gerne, danke. So ist Sparks schon mal wenigstens wieder. Oh Gott. Bam. Nein, den habe ich verpasst. Au. Soweit ich weiß, gab es dafür noch eine andere Lösung. Was soll jetzt mehr eine Spinne ähneln, aber nicht mehr diesen Käfer? Das ist schade. Der Käfer hat dazu besser gepasst. Der greift halt auch sofort an. Woohoo! Nein. Ja. Komm her. Boah, Spyro sieht richtig cool aus, wenn er geküsst worden ist. Ja.
Das ist nicht machbar. Also brauche ich den Powerschub. Und muss bis nach hier hinten durchrennen. Das schon mal gut zu wissen. Aber wir haben ja noch nicht unbedingt alles hier eingesammelt. Weil ich das jetzt hier gerade gesehen habe. Hopp. Zack. Da hinten war das. Jetzt fehlen mir noch 10. Und die 10 kriege ich wohl wahrscheinlich von ihm. Wuhu! Erstmal rennen wir aber hier hoch. Ich hätte nämlich gern die Schafe. Au. Ich bin faul. Tragt mich hoch, meine lieben Freunde. Und go. Falsche Richtung. Das sollte jetzt hier einfach werden. Da bist du. Bam. Arachnophobie. Also sollen es doch Spinnen darstellen. Aber damals waren es halt nicht so wirklich Spinnen. Da waren es irgendwelche Käfer. Was, ein Elefantenkäfer? Ich weiß es nicht. Raus geht's! Magische Künstler! Wir kommen! Gut, aber da geht es weiter in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Die Folge ist nämlich jetzt schon vorbei. Und dann würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao!